Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute haben wir was ganz Feines hier, nämlich Newcomer auf dem Markt. Gerade frisch draußen 2019, der erste Newcomer auf dem Markt. Ja, Prestige heißt das Ganze. Und Alex als alter COD-Sucht, die kann euch natürlich erklären, was Prestige bedeutet. Ja, nämlich das, was er nie erreicht. Witz bei Rande. So, ja, Prestige kommt aus dem Hause Mike. Mike kennt man unter anderem von der Glasfirma Rubin. Genau. Kennt man unter anderem damals von Prototype und ist jetzt mit seinem eigenen Tabak an den Markt gegangen, nämlich ein Prestige. Wir haben hier den Cocktail Crush. Das Ganze sind 200 Gramm und ich habe natürlich mal wieder keine Preise dabei. Ja. Der Alex erzählt euch jetzt mal was. Zur Dose einfach. Ja, das ist halt so eine handelsübliche Dose in Weiß. Ne? Man stapelt, man kann, hier ist diese Einkerbung, wo man die Dosen drauf stapeln kann. Zum Design, ja, ich sag mal so, ist ein, ein Diamant, der gefärbt ist, für jede Sorte in einer anderen Farbe. Richtig. Ne? Ja, und wir haben jetzt einfach uns mal die Sorte Cocktail Crush rausgepickt, um euch die vorzustellen. Richtig. So, dann noch was zum Schnitt. Ich mache immer noch weiter. Genau, zum Schnitt. Ich würde sagen, mittlerer Schnitt, ein paar Äste dabei, aber die Molasse ist nicht wirklich überschüssig. Also ist sehr gut eingezogen. Das ist ein schöner, heller Grundtabak. Dadurch, dass die Molasse eingezogen ist, wird er leicht dunkler, aber hat eine schöne Farbe, finde ich. Ne? So. 9 Sorten gibt es auf jeden Fall. Ich kann sie mal eben kurz auch vorlesen. Ja, mach da schon mal die Zeit überbringen. Das ist einmal der Fresh Mint, der Limo Lime, Blue Sky, Grape Mint, El Cubano, Lemon Flash, Cocktail Crush, Blue Grind und Coca Flitz. Ja. So, dazu werdet ihr in den nächsten paar Wochen, Monaten mehr erfahren. Auf jeden Fall. Cocktail Crush ist auf jeden Fall Traube, Heidelbeer und Himbeere. Genau. Ja, halt mal die Nase da rein, du. Ja. Man riecht so, ich finde es halt sehr, es riecht süß. Halt, man riecht Früchte raus, aber ich kann wirklich nicht direkt deuten, welche ganzen Früchte da drin sind. Also ich könnte halt sagen, eine Himbeere ist drin, ne? Blaubeere hast du gesagt, ne? Könnte da noch drin sein. Blaubeere, Himbeere und Traube. Die Traube finde ich, kommt jetzt nicht direkt im Geruch raus, wobei, ich sag mal so, ich merke es schon durch einen anderen Ton, dass das eine Traube ist. Also es ist keine typische Traubenminze oder sowas, ja. Also die Traube davon auf gar keinen Fall. Also ihr habt ja auf jeden Fall, die Heidelbeere erkenne ich gut, ist in die Richtung von einer sehr chemischen Blaubeere, aber nicht auf dieses eklig drückende zum Hals raushängende, sondern schön frisch, anders gewählt. Gefällt mir hier auf jeden Fall sehr gut der Ton. Die Himbeere ist für mich hier minimal zu erkennen, mehr aber in einem leicht süßen Ton. Ja. Und die Traube ist auf jeden Fall hier was eher... Ja, Spezielles, also die ist ein bisschen was anderes. Die findest du jetzt nicht so direkt raus, finde ich auch. Also ja. Wenn man das weiß und sich ein bisschen mit Traubenflavor auskennt, kann grob die Traube daraus erkennen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Ton hier gewählt, was auf jeden Fall sehr schön ist und das vermischt sich sehr, sehr geil. Riecht pervers gut und wir kommen jetzt endlich mal zum Geschmack. Das Ganze ist gebaut Blacko Glazed Dragon M. Lotus drauf, 2,5 Coco Soul Cubes, Mr. Steel Pfeife und ja, jetzt geht's los. Geschmacklich finde ich die Traube eher raus als im Geruch. Sehr oldschool. Genau. Die Himbeere ist schön frisch, süß. Ne? Die Blaubeere ist sehr weit im Hintergrund, finde ich. Also die ist sehr dezent. Die rutscht jetzt gerade ein bisschen nach hinten, da kommt auf jeden Fall jetzt eher ein Himbeerton mit nach vorne. Ja. Das stimmt schon. Für mich jetzt der Hauptton doch die Traube. Ja. Wobei ich aber sagen muss, das greift alles sehr, sehr nahe aneinander. Die vermischen sich, weil du in deinem Mundbereich in jedem Sektor irgendwie einen anderen Geschmack rausfilterst. Ich finde es extrem geil. Also es schmeckt so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du diesen Gummibären-Schnaps? Ja. So vom Weihnachtsmarkt von der Kirmes und so. Ja, ja. So schmeckt er ein bisschen, halt ohne diese Alkoholnote. Die ist hier nicht drin, damit ihr das mal wisst. Ein Cocktail ist jetzt ein Virgin Driver ist das Ganze hier. nein, hier habt ihr wirklich sehr, sehr geil diese süßlichen Aromen miteinander vermischt.
minimale Herbe durch die Traube, aber hier erkennt man es auf jeden Fall wieder stärker, dass es eine Traube ist. Sehr, sehr lecker und es ist einfach mal wieder ein Flavor, der sich so gut vermischt, dass es für sich alleine geil dasteht. Ja. Wie ein Love CC6, ne, wie ein Mooka Flames. Ja. Einfach eine Mischung, die für sich alleine dasteht und das ist hier sehr geil genommen. Ja, weil, was ich halt noch sagen wollte, die Heidelbeere, die da drin ist, ne? Ich glaube, die Heidelbeere paart sich sehr mit der Blaubeere, ne? Und also, Heidelbeere ist generell eine Blaubeere. Ja, aber du hast gesagt, das ist eine Blaubeernote und eine Heidelbeere. Nein, ich habe Himbeere, Heidelbeere. Ach so, ja, okay. Also, dann Heidelbeere ist ja so gesehen eine Blaubeere eigentlich. Ja. Also, ich finde aber, die Heidelbeere, Blaubeere vermischt sich sehr gut mit dem Traubenton. Also, das spielt miteinander ein. Wo hat man es schon gehabt? Zum Beispiel beim Grape Addiction von Hasso damals. Ja. Wurde eine Blaubeere gewählt, um die Traube Minze zu unterstützen. Das habt ihr auch hier. Dadurch wirkt einfach das Traubenaroma nochmal ein Stück geiler. Und es kommt echt geil raus. Von mir aus auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Echt leckeres Teil. Braucht unfassbar viel Hitze. Ja. Also könnt ihr auf jeden Fall den Vollkontakt gut ballern. Also Rauchentwicklung ist auch mega. Ja, läuft richtig bombastisch. Und nichts gefunden, was jetzt hier irgendwie stört, sondern nur einen einzigartigen geilen Flavor gefunden, der alles verträgt, wie es sein soll, verschiedene gute Setups. Und ist halt ein Virginia-Tabak, sehr, sehr guter Klasse und läuft butterweich, drückt nicht, kratzt nicht, nix. Und ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Ich bin sehr auf den Mojito gespannt. So ein richtig geiler Mojito fehlt mir auf dem Markt zurzeit. Und auch dieser Cola. Cola-Kracher, Coca-Fritz. Ja. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Das könnte noch eine interessante Sorte sein, und wenn die getroffen ist. Traube Minze, einfach um eine Firma auf Herz und Nieren zu testen, testet man die Traube Minze oder den Doppelapfel. Wir gehen jetzt hier auf die Traube Minze. Da bin ich gespannt, was die nächsten Videos bringen. Und Facebook sowie Instagram verlinkt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao!